Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute die beiden besten bzw. drei besten Klassen für den Rankplay. Ich nehme das Video nochmal komplett neu auf. Wir cutten es nochmal neu, weil die ISO wurde dementsprechend natürlich gebannt. Ja, ich hatte es erwähnt, es hat nur ein paar Tage gehalten. Die ISO war halt in der Hinsicht einfach zu stark. Ihr Kopfschussschaden, ihr Extremitätsschaden, ihr nicht vorhandener Rückstoß haben sie einfach zu einer sehr dominanten Waffe im Rankplay gemacht. Und nach dem Bann der M4 und auch der Castor 74U, was voll und ganz gerechtfertigt ist, muss man an dieser Stelle einfach mal sagen, war es einfach nur eine Frage der Zeit. Nichtsdestotrotz gibt es trotzdem Waffen, die wir spielen sollten, beziehungsweise spielen können. Und wir wollen heute die beiden besten Waffen durchnehmen. Einmal die SCAR, die Tech-56 und die Waschnev. Und zu guter Letzt, ganz zum Schluss, gebe ich euch noch ein Loadout für die Pistole mit. Viele von euch, so wie ich auch, werden mit Messer spielen. Es gibt aber Spielmodi, wie zum Beispiel unter anderem Kontrolle, in dem ich auch unter anderem eine Pistole mit habe. Ist man nämlich zu lange in der Kontrolle, ist das sicherlich gut in der Verteidigung, aber euch wird irgendwann sicherlich die Munition ausgehen. Das ist ganz geil, wenn man eine Pistole hat. Man kann das natürlich auch tauschen und Waffen von den Gegnern aufnehmen, aber nichtsdestotrotz ist das eine gute Alternative. Wir wollen jetzt aber nicht lange drum herum reden und das Video in die Länge treiben. Wir gehen jetzt rein und gucken uns die beiden besten Klassen an und fangen an. Die Waschnev, ihr seht das schon, ich habe sie hier unten als Flex drin, weil ich sie sowohl in SND als auch in Stellung nutze oder auch mal in Kontrolle. SMG MT ist natürlich eher was für Leute, die extrem vorne im Hill oder on-spot, wie auch immer ihr das betiteln wollt, ob ihr Oldschool oder Newschool seid. MPs sind halt definitiv die Klassen für die Leute, die hart pushen, nicht irgendwo im Background stehen, sondern ihre dominanten Aim-Kontrolle und andere Sachen ausüben im Punkt, wo es halt heiß hergeht. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch eine AR nehmen, aber dafür bietet sich die Waschnev extrem an. Mobilität, Extremität, gute Schadenswerte. Daher hier eine Flexklasse von mir, die ich sowohl in Kontrolle als aber auch in Stellung benutze. Eher selten in SND, aber definitiv auch machbar. Die Waschnev spielen wie folgt. Wir nehmen mit den Otri-Satz Schaft. Finde das ein bisschen ass. Man hätte hier so wie viele andere Sachen das anders übersetzen können. Aber okay, den Otri-Satz Schaft nehmen wir mit. Er gibt uns Sprint to Fire und Bewegungstempo. Und im Tuning achten wir darauf, dass wir auf ZV-Geschwindigkeit gehen. -2,84 und Zielstabilität im Stillstand +1,08. Als Griff nehmen wir hier den True-Tech-Griff mit, der uns auch nochmal ein ordentliches Plus an ZV-Geschwindigkeit und Sprint to Fire gibt, was halt einfach ein Nonplusultra bei der Waffe ist. Im Tuning achten wir darauf, dass wir auf ZV-Geschwindigkeit nochmal gehen, -0,55 und Zielstabilität im Stillstand +0,22. Einfach geisteskrank. Wir verzichten hier bewusst auf ein größeres Magazin. Ich weiß, einige spielen gerne mit mehr Schuss, weil sie denn das Gefühl haben, sich etwas sicherer zu fühlen. Ihr könnt aber extrem schnell mit dieser Waffe nachladen. Und das, was die Waschnev unter anderem so stark macht, wie eingangs erwähnt, ist ihre Mobilität, ist einfach ihre schnelle ZV-Geschwindigkeit. Und die würden wir komplett wegnehmen mit dem größeren Magazin. Daher lassen wir das hier bewusst weg, gehen auf dem F-Tech Ripper 56, der uns Rückschusskontrolle, Präzision aus der Hüfte und Zielstabilität im Stillstand gibt. Tuning nochmal ZV-Geschwindigkeit -0,44 und Zielstabilität im Stillstand +0,14. Und als Mündung nehmen wir den Lockshot KT85 mit. Ich weiß, einige spielen hier auch gerne mit dem Brühen Pendulum oder Kondensator. Ich persönlich habe das Gefühl, dass ich aber mit ein bisschen mehr Präzision, ein bisschen weniger Nachlass in der Mobilität mit dem Lockshot KT85 habe. Genau deswegen habe ich den ausgesucht. Und im Tuning gehen wir diesmal nicht auf ZV, sondern auf Stabilisierung von dem Rückstoß +0,41 und Waffenrückstoßkontrolle +0,17. Zu guter Letzt, wir verzichten auf ein Visier. Die Waschnev hat ein gutes Iron Sight und wir sind eh eher in den Close Fights als in diesen langen Range Fights, wo wir jetzt zwingend ein Visier bräuchten. Ich glaube, das ist jedem von euch und sollte jedem von euch da draußen bewusst sein, da hier der KAS 1 381 mm der Lauf, der am effektivsten ist. Effektive Reichweite, Präzision aus den Hüften und Geschossgeschwindigkeit. Ein Nonplusultra, lediglich Hüfte und ZV-Geschwindigkeit sind halt ein Mangel, aber das
machen wir es durchs Tuning ein bisschen wieder weg. Rückstoßstabilität plus 0,31 und ZV-Geschwindigkeit minus 0,25. Damit haben wir die beste Waschneff-Klasse, die wir sowohl auf Kontrolle als natürlich auch auf Stellung oder, wenn ihr wollt, natürlich auch SND nutzen könnt. Wir machen auch schon weiter. Ihr seht, ja, ich spiele sie hier mit einer Dammklinge. Betäubungsgranate und Semtex sind aus meiner Sicht die besten Sachen. Wir können hier eh nur eine Splittergranate mitnehmen, aber Semtex ist halt einfach das Nonplusultra. Bei Perks gibt es nicht viel irgendwie anzumerken. Ich spiele zwei verschiedene, einmal Objective, einmal SND. SND mit Absicht auf den Fokus als Bonus extra, da wir bei SND halt mal etwas länger im Visier sind, etwas länger suchen, etwas länger auf einem Punkt sind und da ja, reduziertes Zucken schon ganz geil ist bei Objective, einfach flinke Hände für schnelleres Nachladen. Das aus meiner Sicht mit Eiltempo und Bombenkommando die besten Perks, die wir halt mitnehmen können. Machen wir weiter mit der Scar, die wir auf Kontrolle sehr viel nutzen oder halt auch im SND, bin ich ehrlich. Und zwar nehmen wir sie mit dem 17,5 Zoll Tundra Prolauf, der uns ein Plus an effektiver Reichweite und Geschossgeschwindigkeit gibt. Präzision aus der Hüfte hier nicht so wichtig, aber die ZV-Geschwindigkeit finde ich nicht, also die ist gut. Was wir brauchen, ist halt für die längeren Fights die effektive Reichweite mit der Geschossgeschwindigkeit. Im Tuning achten wir darauf, dass wir auf plus 0,40 Rückstoßstabilität und effektive Reichweite plus 0,26 gehen. Unterlauf scheinen sich die Geister. Ich kenne genug Leute, die den Edge 74 Griff mitnehmen oder hier hinten auch den Phase 3 Griff. Aus meiner Sicht bei der Scar oder bei der Tech, aber der F-Tech Ripper der effektivere Griff. Und im Tuning achten wir darauf, dass wir auf ZV-Geschwindigkeit minus 0,57 und Zielstabilität im Stillstand plus 0,18 gehen. Wir nehmen natürlich eine Hochgeschwindigkeitsmunition mit und nicht das größere Magazin. Wir wollen uns halt, wie gesagt, nicht im ZV-Nachladetempo, Bewegungstempo oder ähnlichen eingrenzen, sondern wir wollen mehr Reichweite, Schaden, Präzision haben und das erreichen wir mit der Hochgeschwindigkeitsmunition Tuning minus 0,09 auf Rückstoßdämpfung und Geschossgeschwindigkeit plus 5,23. Als Griff nehmen wir hier den FSS Gefechtsgriff mit. Er gibt uns halt ein ordentliches Plus an Rückstoßkontrolle, um die Waffe noch mal ein bisschen besser zu machen. Im Tuning achten wir darauf, minus 0,29 ZV-Geschwindigkeit, Zielstabilität im Stillstand plus 0,32. Und hier, ja, gibt es so ein paar Sachen, die man beachten muss. Ich habe sehr lange mit dem TV X-Line Pro gespielt, einfach um ein besseres ZV-Geschwindigkeit zu haben. Und mir gedacht, ah, scheiße, das Rückschusskontrolle ist nicht so wichtig. Die ersten beiden schafft aus meiner Sicht eigentlich Bullshit, weil sie zu viele wichtige Sachen rauben. Grüße gehen raus an Nick Voltage, nur den HSV. Ja, ausnahmsweise hat er wohl mal recht gehabt. Nein, ich spiele mittlerweile mit dem Kardinalschaft aus dem ganz einfachen Grund, da Sprint to Fire mit der Waffe doch effektiv betrachtet viel wichtiger ist und Zielstabilität wir gut ausgleichen können. Wir also keinen negativen Pluspunkt oder negativen Punkt an Rückschusskontrolle haben, da der Kardinal TV-Schaft hier definitiv der bessere Schaft, auch für mein Empfinden und für die beste Klasse. Im Tuning gehen wir auf minus 1,42 ZV-Geschwindigkeit und Zielstabilität im Stillstand plus 0,70. Das also die beste Klasse für die Scar bzw. Tech 56, die wir im Ranked-Modus spielen können. Solltet ihr jetzt das Problem haben, dass ihr kein Messer mitnehmen wollt und euch sicherer fühlt mit einer Pistole, ja, kann ich euch nur die X12 empfehlen. Wir können im Ranked-Modus nur die X12 auswählen. Nichtsdestotrotz wollen wir uns kurz angucken, wie wir die eigentlich spielen. Klar, wir müssen einzeln feuern, wir wollen das Maximum rausholen. Größeres Magazin wäre scheiße, weil wir wollen natürlich die Pistole schnell ziehen können, schnell feuern können. Da verzichten wir auch bewusst auf ein schnelleres bzw. größeres Magazin, sondern gehen mehr auf die Schnelligkeit mit dem Kronen Lima 6, der Pistole schnell ziehen lässt, ZV, und Sprint to Fire nach oben schraubt im Tuning. Minus 0,39 ZV-Geschwindigkeit, Zielstabilität im Stillstand plus 0,25. Als Schaft, wir können nur einen Schaft mitnehmen und den nehmen wir auch mit. Der raubt uns was. Sprint to Fire gibt uns aber echt ein richtiges Pluspunkt an Rückschusskontrolle und Zielstabilität. Ihr seid viel ruhiger mit der Waffe im Zielen auf den Mann drauf. Es ist wirklich angenehmer. Ich habe ihn erst weggelassen und dann zum Schluss doch wieder raufgemacht. Im Tuning versuchen wir das ZV ein bisschen auszubügeln mit minus 1,55 ZV-Geschwindigkeit und Zielstabilität im Stillstand plus 1,24. Wir nehmen
mit Absicht, hier auch ein Visier mit, das Ironsight ist nicht schlecht und ja, das Visier raubt uns nochmal ein bisschen ADS, so 10 Millisekunden. Diese 10 Millisekunden können Sie natürlich bemerkbar machen, gerade in den höheren Ligen, wo die Gegner natürlich auch wesentlich besser werden. Nichtsdestotrotz ist es ganz gut, um halt auch Gegner zu treffen, die weiter entfernt als 10 oder 15 Meter mal stehen. Klar braucht ihr dafür mehr Schüsse. Ich persönlich finde es trotzdem viel, viel effektiver. Nimm das Slimline Pro mit und im Tuning schraube ich das auf zuckungsresistent plus 2,23 und auf fern für das FOV minus 2,25. Wir nehmen hier den Lauf mit, der uns Bewegungstempo und ZV-Geschwindigkeit gibt, den XRK Luke 9. Und Tuning auf plus 0,27 Rückschussstabilität und effektive Reichweite plus 0,18. Zu guter Letzt nehmen wir natürlich für eine schnellere Feuerrate den XRK TR9 Abzug mit. Zielstabilität im Stillstand nehmen wir dankend mit. Der Lightning Fire gibt uns zwar auch eine höhere Feuerrate, raubt uns aber viel zu viele Sachen, die wir brauchen können. Bewegungstempo bzw. Bewegungspräzision beim Feuern aus der Hüfte ist okay zu verlieren. Sprint to Fire und Zielstabilität zu verlieren im Stillstand ist nicht okay, daher hier die beste Wahl für den TR9. Tuning minus 0,08 ZV-Geschwindigkeit. Zielstabilität, Stillstand plus 0,07. Das ist also die beste X12-Klasse, die ihr spielen könnt. Und damit haben wir eigentlich auch schon alle Klassen durch. Ich weiß, ich sehe das ab und zu immer noch mal auf Twitch oder wenn man mit einem frischen Bronze zusammenspielt oder ein Kumpel, der neu anfängt, der dann das Gefühl hat, ey geil, ich nehme dann doch die M13 oder die Kastorf. Auch ich habe hier eine normale AN-Kastorf-Klasse noch. Die ist auch nicht schlecht, gar keine Frage. Dominant und wirklich effektiv ist aber definitiv diese Tech 56. Und ja, ihr könnt mit der AK definitiv einiges reißen im Rankplay und könnt ihr auch gerne nutzen. Euch sollte nur bewusst sein, sie ist halt sehr, sehr mies, wenn ihr Shots nicht trefft und sie hat einen sehr starken Rückstoß. Heißt, wenn ihr nicht unbedingt verdammt gutes Aim habt, solltet ihr auf diese Waffe durchaus verzichten und den Gaming-Stuhl mal beiseite stellen und dann doch lieber bei der SCAR bleiben. Das soll es an dieser Stelle auch schon gewesen sein. Würde mich freuen, wenn ihr fleißig kommentiert. Haut gerne in die Kommentare, wie gut oder schlecht ihr das findet, dass die ISO weg ist. Oder welche Waffen ihr spielt. Lasst gerne das Abo da, um mich weiter voranzutreiben. Ich danke euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Haut rein.